Hallo zusammen, willkommen zu News. Von vorne. Hallo zusammen, willkommen zu KFA 4419. KFA Kommentar, Fragen, Antworten. Ich versuche jetzt auf eure Fragen und Kommentare einzugehen, sofern ich es weiß. Ne? Fangen wir mit der ersten an. Und zwar schreibt MacMellow, Hashtag KFA, hi Markus, danke schon mal für die Erklärung des Grounds. Nur nochmal zum Verständnis, kann ich dann bei zum Beispiel, wenn ich drei Netzteile habe, alle Grounds der Netzteile plus die Grounds des Miniservers und der Extension direkt an dem Phoenix Clipfix zusammenführen? Dann wollte ich nochmal fragen, wegen den 24 Volt, da du ja sagtest, 230 Volt ist wegen Einschaltströmen und so weiter nicht ideal. Was mache ich dann mit meinen Lampen, die E27, E14 oder GU10 Fassungen haben? Ich habe ja nicht überall Spots und 24 Volt für verschiedene Fassungen zu finden ist leider nicht so einfach, da der Markt recht überschaubar ist. Hashtag MSG, Gruß MacMello, mach weiter so. Also fangen wir mit der ersten an und zwar Ground. Ging jetzt hier um diese PTFix Blöcke wahrscheinlich, die du hier meinst, ne? Clipfix hast du geschrieben, also Clipfix sind diese Endklötzchen, die man daneben klipst, das hier ist ein PT-Fix. Also, was immer sinnvoll ist, habe ich schon in einem Video mal erklärt, wenn man vom Netzteil kommt, erstmal die ganze Last versorgen und dann erst auf so einen Block gehen, bei dem Ground. In dem Fall hier bei dem Ground, nur für die, die es nicht wissen, Ground ist immer der Minus auf der 24 Volt Seite, also minus 24 Volt, Ground, 0 Volt ist im Prinzip gleich gemeint, ne? Erst auf die ganze überall auf die Last drauf gehen und zum Schluss dann auf so einen Block, weil so ein Block kann ja nicht endlos viele Ampere. Das heißt, wenn ich jetzt nicht manchmal bis 4 Netzteile mit 10 Ampere, gehe erstmal nur auf den Block drauf mit den Grounds und gehe von da aus überall ab, ist das Problem. Das hält natürlich so ein Block nicht aus, wenn da 40 Ampere drüber laufen würden bei Volllast. Ne? Deshalb immer erst auf die Last gehen und zum Schluss mit dem letzten Draht dann hier drauf gehen, um den Ground überall gleich zu haben. Deshalb, wenn man natürlich zwischendurch mal ein kleines Gerät wie eine Extension oder sowas, das kann man mal abgreifen, nur eben jetzt bei Beleuchtung, bei Dimmern oder sowas, wo es um richtig Last geht, da erst auf die Last und dann auf den Block, weil sonst irgendwann fackelt der Block natürlich ab. Ne? Dann mit den 24 Volt und 230 Volt Einschaltströmen und so weiter, ja. Im E27, E14, GU10 und so weiter, die ganze Geschichte ist echt überschaubar, gebe ich dir recht. Ich mache mir da schon Gedanken drüber, ob ich vielleicht mal so einmal mehr, ich habe im Laufe meiner Zeit ja schon einige Leuchtmittel getestet, ob ich mir mal welche besorge und teste die mal durch und können die da vielleicht auch einen Shop aufnehmen oder sowas, wo ich wirklich sagen kann, oder zumindest mal verlinken, diesen Spot oder dieses Leuchtmittel oder Birne oder sonst irgendwas, kann ich empfehlen im 24-Volt-Bereich. Haben wir bei Leuten mal gemacht. Dieses Video, genau dieses Smart Home im Hof Westerwald, die haben auch so eine Leuchte mit so kleinen Schirmchen. Und da haben wir auch 24-Volt dimmbare Leuchten mit E27-Erfassung oder was, E14, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube E27 haben wir da reingebaut. Und klappt einmal frei, lässt wunderbar dimmen, auch eine schöne Lichtfarbe. Ich glaube, ich suche mal so Sachen raus. Oder ich mache mal ein separates Video darüber, weil einen Shop aufnehmen ist natürlich auch blöd, weil oft das Problem ist, solche Leuchtmittel haben natürlich oft nur eine gewisse Lieferzeit, dann gibt es die nicht mehr. Und da muss ich mal gucken, vielleicht gibt es da irgendeine Lösung, weil ich kann ja schlecht hier 1000 Birnen kaufen, es werden nachher 10 verkauft. Ne? Aber da gucke ich mal nach, das wäre eine Option. Ne? Problem ist wirklich, wie gesagt, 230 Volt, Hochvolt LED-Birnen, die haben ein eigenes Netzteil drin und die sind eher oft preisgünstig hergestellt. Und, also es gibt ja schon manchmal für 1-2 Euro Birnen, wo dann voll das Netzteil drin ist mit den ganzen LED-Chips drauf und sowas. Das kann natürlich nicht viel sein. Und da habe ich sehr hohe Einschaltströme. Es gibt natürlich auch Birnen, wo weniger Einschaltströme sind. Aber wir könnten irgendwann mal so einen Test machen. Obwohl, wie kriegen wir das für Bruchteile von Sekunden dargestellt? Höchstens im Oszilloskop vielleicht. Da muss man überlegen, ob wir da irgendwie mal sowas machen, dass man welche sind geeignet, welche nicht geeignet, was natürlich geht. 230 Volt dimmbare Leuchtmittel, zum Beispiel an der Dimmer-Extension. Irgendwann auf dem Auge. Da geht das nämlich ohne Probleme, weil da fährt eine Rampe hoch, das ist nicht so das Problem. Ne? Also sobald ich irgendwas mit Relais schalte, am besten wirklich 16 Ampere Relais nehmen. Da habe ich auch gesagt, das habe ich ja auch bei dieser All-Rel 4V1, die unsere Erweiterungsbaugruppe, wo ich mit den analogen Ausgängen
die Relais schalten kann. Dass man extra austauschbare Relais drin, dass man wirklich sagen kann, komm, wenn so ein Relais mal verreckt, dann mache ich ein neues rein. Ne? Auf jeden Fall mit 16 Ampere Relais möglichst so Sachen schalten, wenn man sagt, okay, ich lasse es so oder ich nehme die normalen Sachen. Ja, ist wirklich ein spezielles Thema. Habe ich auch im Laufe der Zeit immer so gemerkt, was für Probleme damit auftreten. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, nimm das oder deshalb. Ich empfehle immer auf 24 Volt zu gehen, hat man eine Schru, ne? Aber man hat nur auf 32 Volt Leuchten noch, oder irgendwelche Designerleuchten sind auf 32 Volt drin, oder ist irgendwas natürlich geht, wenn zum Beispiel eine Leuchte, es gibt ja auch Leuchten, die haben ein eigenes Netzteil drin. Netzteile kann man oft dimmen. Das geht das natürlich, da könnte ich jetzt einen Dimmer reinmachen oder sowas. Netzteile haben auch oft nicht so hohe Einschaltströme, ne? Also ist ein richtiges großes Netzteil, was in der Leuchte irgendwo oben drin liegt, als in so einer kleinen LED-Birne drin, ne? Ansonsten, was wir auch schon mal gemacht hatten, das war eine Leuchte mit 12 Volt. Die ganzen so mit 12 Volt, waren Leuchtpunkte, die da drin separat waren. Da lag ein Netzteil oben drin und habe das Netzteil rausgemacht und habe dann einfach, Netzteil abgeklemmt, dann von Loxon einen Dimmer dazwischen gemacht. Das heißt, es war immer Dauerspannung auf dem Netzteil und dann mit einem ganz normalen PWM-Dimmer dann die Leuchte gedimmt zum Beispiel. Da habe ich auch kein Problem mit Einschaltströmen. Weil es jetzt halt unter Dauerspannung lag. Ne? Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar schreibt der Kilian UTS. Moin Markus, hat das schon beim letzten Mal unter die KFA gepostet, was du scheinbar nicht gesehen hast. Nein, das ist kein Meckern. Es wäre schade, wenn diese Info stressbedingt oder auch wie auch immer nicht bei dir ankommt. Meiner Meinung nach ist Human-Centric Lightning die Zukunft der LED. Hashtag KFA zum Thema blaues Licht in der Nacht. Moin Markus, blaues Licht in der Nacht wirkt, wie schon richtig beschrieben, belebend. Rot hat eine deutlich höhere Wellenlänge und ist somit energieärmer. Der natürliche Verlauf des Sonnenlichtes bzw. der Anteil der Spektralfarben ändert sich über den Tag. Morgens ist mit 2700 Kelvin mehr Rot enthalten, mittags mit 6500 Kelvin mehr Blau. Viel Blau und abends wieder 2700 Kelvin mit Rot, also Morgenrot und Abendrot. Auf diesen Verlauf ist der Mensch eingestellt. Er ist über diese Spektralfarben auch leicht zu manipulieren, daher wird in Büros meist kaltweiß 6500 Kelvin verwendet, damit die Leute wach und produktiv sind. Kaltweiß bzw. Blau wirkt in der Nacht also leider genauso belebend wie am Mittag. Somit sollte man nachts Rot wählen und keine Sorge, der Nachbar, der schläft auch gleich wieder ein. Gibt auch Lampen der Firma Kiteo und viele andere, die den Verlauf der Sonne künstlich nachstellen. Dalian DMX ansteuerbar, hier ein paar Infos, sondern so weiter. Das wäre doch mal was für die Loxon 3-Spots. Müssen nur ein Baustein programmiert werden, die in Abhängigkeit der Zeit die Farbtemperatur anpasst. Oder gibt es sowas schon? MSG, Kilian. Kilian, ich habe dieses nachgegoogelt, dieses Human-Centric Lightning. Ist ein spannendes Thema, habe ich so gesehen, so wie die Farben auf Menschen wirken und sowas, auch dieses Thema Lichttherapie und sowas, alles wie bei wie viel Lux erste Lichttherapie funktioniert. Manchmal ist ein spannendes Thema, finde ich cool. Es gibt noch keinen fertigen Baustein von Loxon, aber ich denke mal, sowas müssen wir schon mal Gedanken machen, wie man sowas programmiert, so ein Farbverlauf über den Tag über, dass das Licht angeht, müsste schon entsprechend der Farbverlauf ja schon da sein, weil mittags, sagen wir mal klar, dass man sagt, okay, zum Beispiel bei einer guten Speisekammer ist die Frage, ob man da so einen Farbverlauf macht oder sowas, weil tagsüber das Licht ja im Allgemeinen aus. Aber dass das Licht entsprechend, wenn es anginge, wenn es etwas dämmerischer wird, dass es dem Tageslicht entspricht, das wäre natürlich eine Idee. Aber müsst ihr euch mal Gedanken machen, ob man sowas programmieren kann, das ist relativ aufwendig. Oder müsst ihr da irgendein Skript für schreiben oder sowas. Aber ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also sowas, fertig gibt es sowas noch nicht, also so ein automatisches, weil es gab auch schon mal die Idee, dass man in Abhängigkeit der Helligkeit außen das Licht im Raum regelt. Das ist auch ein ganz spezielles Thema, dass man zum Beispiel dass die Raumhelligkeit immer gleich bleibt, auch wenn mehr Sonne einstrahlt von außen, dass dann die Lampen weiter runter dimmen und so Sachen. So Ideen gab es auch schon mal, aber es ist leider noch nicht als Baustein vorhanden. Aber so Möglichkeiten gibt es da ja. Dass man irgendwas programmieren kann, aber sehr, sehr aufwendig. Ne? Weil Farbverlauf programmieren ist schon sehr aufwendig. Ne? Dann schreibt Barracuda 13, Hashtag KFA, ich verwende den Lichtsteuerungsbaustein V2 mit, also halt ganz kurz noch eben, mit dem, wo Sachen nicht auftaucht, wo Sachen abgeschnitten waren. Ich habe gemerkt, es liegt am Browser.
Und zwar, wenn ich sage, alle Kommentare anzeigen. Wenn ich das mache in dem Firefox, dann gibt es manchmal die Funktion gar nicht mehr anzeigen, die ich normalerweise in jedem Kommentar habe. Aber sobald ich das im Chrome-Browser mache, da zeigt er mir das komplett an. Also anscheinend ist das wirklich ist browserabhängig, dann in diesem Creator-Studio von YouTube, wo ich das dann aufrufen kann. Also ich habe jetzt die heute alle ausgeschnitten mit dem Chrome-Browser. Ne? So, dann schreibt Barracuda 13, Hashtag KFA, ich verwende den Lichtsteuerungsbaustein V2 mit zwei LED Ceiling Light IGBWR als Smart Aktor programmiert, die über ein Touch Air bedient werden. Ist es denn nicht möglich, dass ich über einen kurzen Klick in der Mitte des Touches das Licht immer zwischen Volllicht und Licht aus zu wechseln und damit einen längeren Klick auf diesen dimmen kann? Durch die Lichtdimmung zu schalten, wäre dann optimal mit dem Doppelklick. Dies habe ich leider bis jetzt überhaupt nicht realisieren können. Hast du oder jemand aus der Community da vielleicht eine Idee, wie dies umsetzbar ist? Hashtag MSG Ralf. Hat ja letztes Mal schon mal gesagt. Also, dass man sagt, das habe ich ja hier schon mal reinprogrammiert, dass ich im Prinzip Licht an und Licht aus, ist kein Thema. Das andere, was du möchtest, dass du dann wieder mit dem längeren Tastendruck dimmen kannst und sowas und dann mit dem Doppelklick eine Lichtszene wechseln, ist natürlich von Loxon nicht so vorgesehen, weil das Prinzip bei Loxon ist ja so, dass man eigentlich nicht einfach irgendwo dumm rumdimmt. Nicht jetzt auf Tisch bezogen oder sowas, aber das war ja auch früher oft so, man ging hin, dimmte ein bisschen, setzte sich wieder hin, könnte noch ein bisschen mehr sein, dimmte nochmal und machte das jeden Tag, ne? So war es ja früher. Und bei Loxon ist das Konzept ja dahinter, Stimmungen, das heißt, ich stelle mir einmal ein, zwei, drei Stimmungen ein und die rufe ich dann einfach auf. Also das heißt, dass ich gar nichts anpasse. Wenn ich mir meine Stimmung manuell ändern will, dann hole ich mir das Handy raus. Also über den Taster ist eigentlich nicht vorgesehen. Vielleicht gibt es welche, die was drumherum programmiert haben. Aber zum Beispiel das Thema Doppelklick ist zum Beispiel normalerweise Licht aus und nicht irgendwas weiterklicken. Ist eigentlich so ein gewisser Standard, den Loxon ja einmal eingeführt hat, der sich dann durchs ganze Haus durchzieht. Deshalb ist natürlich auch der Vorteil, wenn ich überall denselben Schalter habe. Ich habe überall die gleiche Logik drin und habe keine Sonderlogiken irgendwo dahinter. Deshalb auch immer, weiß ich, Rollladen auf, ab, Musik und so weiter, dass das immer in jedem Schalter gleich ist. Ne? Das ist ja, wo habe ich hier diesen Umhänger? Hier. Hier gibt es ja diesen für den Touch zum Drumhängen, für den Touch Pure, gibt es ja hier dann Einfachklick, ne? Dass ich mit Einfachklick das Licht schalte. Und mach dann hier die Rollläden, mach hier die Musik. Ich kann das mal näher dran, ich könnte ja mal näher dran gehen, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Moment. Das wird natürlich unscharf. Und jetzt gehe ich mal wieder gerade, muss ich erstmal den Autofokus anmachen. Ja, zoom das. Ja. Dass hier im Prinzip der Einfachklick und sowas, also alles erklärt ist, dass man weiß, worum es geht. Und was halt eben nur die Mehrfachklicks sind, halt eben dann die einzelnen Sonderfunktionen. Wie das Licht aus, dreifach Klick, ganzes Haus aus. Und auf der Musikseite gibt es ja auch die Geschichte mit dem Doppelklick. Aber hier ist das auch eigentlich ganz gut drauf erklärt. Weil das halt eben so ein gewisser Standard ist, der, klar, man kann nicht von jedem Standard abweichen, programmtechnisch, aber so ist das, am Anfang muss man sich daran gewöhnen, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es eigentlich einfacher, als wenn ich immer ein bisschen dimmen will oder sowas, weil man will eigentlich selten zum Schalter gehen dimmen, man versucht ja ein Smart Home, wo man den Schalter so selten wie möglich benutzt, weil das eigentlich alles automatisch laufen soll, was eigentlich auch relativ gut programmierbar ist, oder vieles automatisch ist, wie gesagt, wenn ich melde, ich gehe in den Raum rein, Licht geht an, wenn es dunkel genug ist oder sowas. Wenn die Sonne stark einfällt, wird automatisch beschattet. Ich könnte programmieren, wenn ich zum Beispiel ins Bad reinkomme, geht die Musik alleine an. Und so weiter, dass ich den Schalter ganz selten nur noch brauche. Nur wenn ich mir mal eine spezielle Wunschszene will, irgendwas manuell mal drücken, dann schalte ich über den Schalter. Ansonsten soll es ja automatisch laufen, was eigentlich auch relativ gut geht. Und das ist halt dieses Grundprinzip dahinter, dass das halt eben so wenig wie möglich mit der Bedienung. Deshalb, man kann natürlich viel drumherum programmieren, aber ich habe es noch nicht gemacht. Deshalb kann ich nicht viel zu sagen, dass ich mit dem Schalter dann über Tastendruck dimmen kann. Man könnte eben natürlich die Taste dann verwenden zum Dimmen von einer speziellen Leuchte oder sowas. Gibt es ja auch Bausteine für den Dimmbaustein und so Sachen. Aber ist ja natürlich aufwendiger. Ne? Dann schreibt der Leonard Lassen, Hashtag KFA. Moin Markus, kennst du eine Möglichkeit oder gibt es
eine, dass man Philips Hue nicht mehr aus der Fassung schrauben kann. Denn die Dame des Hauses macht dies sehr gerne. Ich bin am Verzweifeln. Hashtag MSG, lieben Gruß, Leonard. Eine Glühbirne, die man nicht rausschrauben kann. Theoretisch mit Heißkleber einkleben. weiß ich nicht, aber ich müsste sonst keine Lösung. Gerade irgendwie, man kann schlecht eine Schraube seitlich reindrehen. Obwohl, wenn eine Schraube drin wäre, man packt da dran, würde man nicht mehr auf die Idee kommen, sie rauszuschrauben. aber ich wüsste nicht, wie man eine Glühbirne sperren kann, wenn das jemand weiß. Also ich wüsste keine Sperre für Glühbirnen. Weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß jemand aus der Community, der kann es ja unten drunter schreiben. Dann schreibt der Marc Fischer, bezüglich teure Küche, Elektro darf nichts kosten. Ich finde, das so stärkste Argument ist, dass man die Elektroinstallation quasi für immer ist. Ne? Die kann ich später nur sehr schwer ändern und es wird oft teurer, wenn ich irgendwo Kabel hinziehen muss. Einzelne Zimmer, Küche, Bad und so weiter kann man in 10, 15 Jahren nochmal renovieren, das ist kein Problem. Aber sucht mal eine zentrale Verkabelung von Rafsos oder Steckdosen nachzurüsten, da müsst ihr quasi eine Kernsanierung machen. Ich würde es rein wirtschaftlich betrachten. Mit einer Frau, die sagt Smart Home auf keinen Fall, würde ich schlicht und ergreifend gar nicht erst bauen, sondern irgendwo lieber zur Miete wohnen oder was kaufen. Erste Frage, wenn Bekannte bauen, ist, ob sie einen Altbau oder einen Neubau bauen. Genau. Vielen Dank, Marc. Bezog sich letztes Mal drauf. Letztes Mal hatte ich mich ja etwas ausgelassen zum Thema der letzten KFAs, eine KFAs 43, hatte ich ja gesagt, das Thema ein bisschen beleuchtet. Oft ist ein Smart Home ist viel zu teuer und sowas, aber im Gegenzug stecken ja Leute Unmengen Geld in eine Küche. Ne? Manche, die auch, vor allem Leute, die gar nicht kochen können. Oder die haben eine Küchenausstattung, sage ich mal, von der Großküche, wo die Küche 40.000 Euro kostet, aber sind nicht bereit zu sagen, was weiß ich, nee, ich kaufe mir lieber eine Küche, die 15 kostet, sag aber, das Smart Home darf 40 kosten oder sowas. Oft wollen die Männer ja das Smart Home, die Frau will die Küche. Ne? Oder auch Badausstattung. In Bad wird ja ein Schweinegeld momentan auszugeben, nur zum Gucken. Ne? Weil praktische Nutzen, also ich wüsste jetzt keinen praktischen Nutzen, wenn das Klo designerfreundlicher ist oder wenn die Badewanne eine andere Form hat, die direkt ein paar tausend Euro kostet, ist ja keine andere Benutzung, ist ja nur zum Gucken. Ne? Und Smart Home sind natürlich Unmengen praktische Sachen drin, wie ich komme mit den Tüten rein, das Licht geht allein an, die Lichtstimmung wechseln, abends, wenn es dämmerig wird, geht das Licht überall alleine an, dann in den Nachtmodus, das Licht ist nachts nur noch schwach beleuchtet an und die ganzen Sonderfunktionen, vollautomatische Beschattung und alles, was so genial ist. Ja, das muss man vielleicht dann, also sehr oft sind die Frauen sehr die Skeptiker bei den Kunden, die wollen das am meisten, der Mann will es eher, deshalb mehr der meist der Technikverliebte. Und ja, da ist natürlich schon der Knackpunkt wegen Geld, wo gibt man das Geld für aus, weil das Budget ist ja meistens begrenzt. Aber es ist wirklich so Sachen wie zentrale Beschattung und sowas alles, das heißt, die Kabel zentral ziehen, weil ich habe ja mal gesagt, ich bin kein Freund von irgendwelchen Funkaktoren irgendwo bei der Beschattung. Ich möchte die verkabelt bis in den Schaltschrank haben, will die hardwaremäßig ansteuern. Im Nachrüstbereich, klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt irgendwo auf Miete oder sowas, klar, dann mache ich das mit Funk. Aber wenn ich ein neues Haus baue, ziehe ich meine Rollo-Kabel zentral, möglichst viel mit Kabel, so wenig wie möglich mit Funk, weil Kabel gebunden hält immer und man wird keine Batterie leeren, kann keinen Funk abbrechen und Kabel funktioniert halt. Ne? Ist so meine Devise. Ja, ist wirklich bei so Sachen, wie der Marc schreibt, wenn ihr Smart Homes machen wollt, steckt man am Anfang ein bisschen mehr Geld rein und man kann sich auch viele Reservekabel ziehen. Nehmen wir an, ich habe nur ein gewisses Budget an Geld. Nehmen wir an, ich habe für die Elektroinstallation von mir aus mal gesagt, 35.000 Euro geplant, meine Zahl, inklusive ein paar Lampen und sowas. Wenn ich sage, ja, ich hätte aber schon gerne irgendwann mal einen Musikserver und hätte gerne irgendwann dieses noch und hätte gerne da noch irgendwann eine indirekte Beleuchtung, hätte dieses, jenes noch, dann zieht man einfach ein paar Kabel mit rein überall und sagt, gut, ein paar Kabel überall reingeschmissen, ich kann das später immer noch nachrüsten. Ne? Ich habe unter der Küche, unter der Kochinsel, lege ich mal 2-3 Kabel mehr, ich lege unter die Badewanne mal ein paar Kabel mehr, überall mal ein paar Kabel hinlegen, mal ein Kabel, sagen wir mal ein NIM-Kabel eins hingelegt, bei mir so ein abgeschirmtes und noch ein Cut-Kabel, da kann ich so viel Zeug mit machen und könnte da später auf den Funk noch nachrüsten und. Lieber ein bisschen überall noch ein paar Reservekabel haben in Decken und sowas oder in irgendwelchen Dosen noch. Man kann so viel nachrüsten, wenn man am Anfang das Budget noch nicht hat und kann im Laufe der Jahre immer was nachrüsten. Haben wir auch bei vielen schon gemacht, Leerrohr gelegt,
wie zum Beispiel jetzt auf der Baustelle in Betzlar, habt ihr gesehen, habe ich einen dicken Schlauch gelegt, wenn irgendwann mal ein Elektroauto kommt. Wir reden hier nur noch vom Schlauch. Ich habe im Schrank kommt nichts dafür rein und sonst nichts. Nur der Schlauch ist schon mal unterm Estrich als Reserve. Ne? Oder auch einen Durchbruch nach außen, wo ich Kabel legen kann, wo ich dann sage, komm mal im Garten mal, wo wir irgendwann mal was mehr machen und sowas alles. Über ein bisschen Reserve machen, noch ein paar Leerrohre reinlegen. Auch unterm Garten, wenn man einen Garten aus Außenanlage baut. Ich bin ein großer Freund von sehr viele KG-Rohre zu verbauen überall und ein paar Schächte zu haben, wo ich dann wirklich später sagen kann, hier kann ich immer noch was nachrüsten. Ich habe überall in alle Richtungen, habe ich schon mal, zumindest mal in die Nähe komme ich schon mit dem Leerrohr und von da aus mache ich mir einen kleinen Graben oder sowas, als nach den ganzen Garten aufzuwühlen, wenn ich nur irgendwo ein Lämpchen noch hinmachen will. Ne? Dann schreibt der Kilian UTS, Hashtag KFA, Moin Markus, mit der Dimmfrequenz von 123 Hertz bringst du mich jetzt zum Nachdenken. Das bedeutet doch, wenn ich nur PWM gedimmte warmweiße Spots verwende, die Lichtqualität deutlich schlechter ist, als wenn ich die Drehspots mit 400 Hertz nutze, oder? Das wäre aus meiner Sicht ein deutliches Argument, die Drehspots zu nehmen oder auf andere Spots DMX oder DALI zu wechseln, um höhere Frequenzen zu haben. DALI-Dimmer von Lunatone können zum Beispiel zwischen 122, 244, 488 und 976 Hertz umschalten. Wenn es bei dieser geringen Frequenz wirklich gesundheitlich bedenklich ist, sollte man das nicht verschweigen. Auch Loxon soll da schnell nachbessern. Das bedeutet aber auch, dass man dann alle Dimmer tauschen müsste, was ordentlich ins Geld geht. Oder ist das per Software machbar? MSG, Kilian. Da ging es darum, es war in den letzten, vorletzten KFAs, irgendwo hat einer gesagt, dass 123 Hertz könnten gesundheitlich bedenklich sein beim Dimmen. Ist mir nicht bekannt, dass das bedenklich wäre. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Und wenn, ist das eigentlich auch per Software garantiert nachrüstbar, weil zum Beispiel, als jetzt die Geschichte mit den Smart-Aktoren kam bei Loxon, vorher waren es ja Standard-Aktoren, bei Smart-Aktoren kann ich ja wirklich dann auch die, zum Beispiel allein diese ganzen Dimmstufen, vorher gab es 256 Dimmstufen, jetzt sind es ein paar 60.000 Abstufungen, die machbar sind. Also ich gehe von aus, es ist per Software nachher nachrüstbar, dass die Herzzahl steigen kann. Außer die Drehspots haben halt eben die Drehspots und also alle neuen Geräte von Loxon, wo direkt ein Dimmer integriert ist, die haben 400 Hertz und wie gesagt, die normalen Dimmer haben noch 123, aber ich denke mal, da wird es wahrscheinlich irgendwann mal eine Änderung geben. Ich gehe davon aus, dass es per Software eigentlich geht, behaupte ich jetzt mal so. Sicher bin ich natürlich nett, wenn der Schneider sagt, dass ihr nachher sagt, du bezahlst mir die Dimmer, du hast gesagt. Ne? Ich gehe davon aus, dass per Software nachrüstbar ist, aber mir ist also nicht bekannt, dass geringe PWM-Frequenzen gesundheitlich schlechter wären, ist mir bisher nicht bekannt. Ne? Ich vermute mal, das ist eine Vermutung. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die darauf reagieren, wird es auch geben, die sagen, naja, aber man sagt ja zum Beispiel, auch wenn wir zum Beispiel einen Film gucken, ne? Ein Film läuft ja auch nicht mit 100 noch was Hertz oder sowas, sondern wenn ich zum Beispiel die Bilder gucke, früher waren es mal 24, 25 Bilder pro Sekunde. Ne? Heute gibt es auch bis zu 50 Bilder. Zum Beispiel in das Video, was ihr hier seht, hat auch nur 25 Bilder pro Sekunde. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass 123 Hertz, ich persönlich glaube nicht, dass es unbedingt schädlich ist. Ne? Aber da wird auf jeden Fall noch eine Änderung kommen. Dann schreibt der Klaus Gruber, Hashtag KFA, Hi Markus, es gibt relativ günstige 10 Ampere 24 Volt Netzteile von Meanwell. Die haben leider keine Self-Auszeichnung und haben auch ein Metallgehäuse mit PE-Anschluss auf der Primärseite. Ich weiß, dass Loxon Self vorschreibt, kann es zu Problemen kommen. Das Netzteil kostet knapp 70 Euro, was doch 100 Euro weniger ist als das TDK. Hashtag MSG, lieben Gruß aus dem Kamptal. Self und Pelf. Self heißt, hier hinter dem Netzteil ist alles galvanisch getrennt. Das heißt, zwischen die 24 Volt Seite, also 24 Volt Plus und 24 Volt Minus, hat keine Verbindung zu sonst irgendwas. Das Netzteil ist innen drin galvanisch getrennt. Und Pelf, das wäre die Variante, die bei dir dann zur Sache käme, dann würde ich dann den Minus würde ich dann auf Erde legen, also auf den PE, dann wäre es PELF.
Ich sehe ja keinen Nachteil drin. Kannst du so machen. Wichtig ist halt eben nur, dass du eben das den Minus dann auf Erde legst. Ich denke mal meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung dazu, können ja die Elektriker auch was zu sagen. Und zwar, es ist ja schon kritisch, dass ich Cut-Kabel in die Nähe von 32 Volt nicht legen darf, wenn das Cut-Kabel self ist, also selbst drüber geschickt wird. Ne? So, jetzt gibt es das neue Problem, und zwar Loxon hat ja mittlerweile hier unten an den Extensions und so weiter unten drauf jetzt auch mittlerweile diese blöden Steckklemmen, diese Vago-Klemm-Dinger hier, diese diese Steckdinger hier unten drauf, diese Klemmen, und erwarten dann, dass ich dann das ganze Ding starr verdrahte. Mache ich natürlich nicht, sondern ich schmeiße die Stecker weg. Und bei uns im Shop haben wir ja die normalen Stecker, steck die drauf, wie hier oben auf der Dreh-Extension. Dann verdrahte ich mit ganz normal mit H05 bzw. H07. Ich gehe von aus, dass diese dünnen Einzeldrähtchen, die Loxon auch im Shop hat, dass wir die hundertprozentig, dass die keine Zulassung haben, bei PELF, nebeneinander zu liegen mit 32 Volt. Deshalb gehe ich davon aus, dass eigentlich das komplette System auf PELF umgestellt werden muss, also auf ein geerdetes System, um es überhaupt noch die Zulassung zu haben, weil diese Drähtchen, die hier einzeln hier, die im Schrank dann liegen würden, wie auch, sag mal, diese Cut-Kabel und bei den Drehkabeln, wenn ich die Drähtchen einzeln drin habe, so eine einzelne Ader wird garantiert keine Zulassung haben, keine Isolation von mehr als 230 Volt, von der Isolation her. Ne? Deshalb gehe ich mal aus, dass man eigentlich eh auf PELF bauen müsste. Werde mich nochmal schlau machen, aber die Elektriker unter euch, die da richtig Fachwissen haben, die können ja mal was dazu schreiben, weil ich glaube nicht, dass die Telefonsdrähtchen die Zulassung haben mit der Isolierung. Von daher kannst du es eigentlich so machen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Der Nachteil ist, denk immer dran, je billiger ein Netzteil ist, desto mehr wird es brummen. Und desto mehr Flackern und sowas alles kann dabei entstehen. Und die Frage ist immer die Haltbarkeit. Da mache ich mir auch mal so Gedanken, wenn ein Netzteil irgendwann schweinebillig wird. Wenn ich den 10 Ampere für 70 Euro, weiß ich nicht, bin ich nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein gutes Netzteil dann ist. Obwohl Minwell eigentlich eine vernünftige oder eine gute China-Marke ist, würde ich mal so grob so sagen. Phoenix sagt immer, wie hat Phoenix gesagt darüber zu Minwell, der billige Chinese oder irgendwie sowas und sowas, ich weiß nicht mehr, irgendwie so ein Satz. Aber wir werden zum Thema Phoenix-Netzteil ja auch noch kommen. Von Phoenix gibt es ja auch von Preiswert bis Profi-Qualität Netzteile. Das kommt ja auch noch. Aber das dauert noch ein bisschen. Dann schreibt der Zach Blomqvist, Hashtag KFA. Hallo Margus, ich brauche dringend deinen Support. Ich möchte gerne deine LoxCut E2 und P2 Platinen einkaufen für 3 One-Wire-Sensoren. Auf der Loxon-Website schreibt man beim parasitären Anschluss der DS18B20 Plus Sensor, dass der VDD-GND blau-grün Anschluss zueinander vertwistet sein muss. Auf deinem Image-Anschlussbeispiel 5 schließt du nur braun und braun-weiß vom CAT7 Kabel an. Wo machst du das Twisting? Ich habe den Eindruck, dass du den Sensor parasitär anschließt und dass du keine Twistung machst, sondern dass du an der Sensorseite GND, VDD, braun, grün mit braun vom CAT7 Kabel zusammenlötest. Habe ich da recht? Jetzt ist erstmal mal kapieren, worum es ging. Und zwar dieser DS 18B20 ist ja so ein kleiner One-Wire-Fühler. Jetzt will ich gerade gucken, ob ich da irgendwo noch hier was rumliegen habe. Und zwar, früher hatten diese Sensoren 3 Anschlüsse auf der Platine. Ah, hier habe ich sie doch. Genau, hier habe ich sogar noch die alten. Die hatten früher 3 Anschlüsse drauf, wenn man VDD separat führt. Ne? Das heißt, man kann die ja mit 3 Drähten anschließen, weil so ein Sensor separat mit 5 Volt zu versorgen. Man kann aber das auch so machen, dass man VDD und GND zusammen macht, als ein Draht und dann DQ. Das heißt, man kommt mit 2 Drähten aus. Bei diesen neuen One-Wire-Fühler von Loxon haben auch nur noch 2 Klemmen drauf, da ist VDD und GND schon zusammen. Deshalb arbeite ich da auch nur noch mit den 2 Drähten mit braun und braun-weiß. Ne?
Und bis zu 20 Sensoren bei einer Gesamtleitungslänge von ungefähr 100 Metern. 120, 130 Meter gehen auch über ein Cut-Kabel, kann ich bis zu 20 Sensoren im Haus mit versorgen über diese zwei Drähte. Durch das Dreidrahtsystem ist unsere Platine nicht ausgelegt, sondern eigentlich nur für diese Zweidrahtgeschichten. Und klar, die Twistung, ich frage, was du meinst, wahrscheinlich meinst du Twistung, wo ich die beiden miteinander verbinde. Aber es gibt ja auch Twistungen, dass die untereinander verdrillt sein müssen. Deshalb nehme ich natürlich immer braun und braun-weiß, weil die schon voneinander verdrillt sind. Also bei OneWire muss ich auch auf die Verdrillung achten. Und im Schrank verdrille ich die auch untereinander. So wie ich jetzt hier den Loxbus hier unten untereinander immer verdrille beim Verlegen. Und den Triebbus untereinander verdrille beim Verlegen. Alles was Datenbus ist, sollten miteinander verdrillt sein. Dann schreibt Kali Kann, Hashtag KFA, hallo Markus, jetzt probiere ich es nochmal, nachdem mein Kommentar diesmal abgeschnitten war. Habe ich eben schon gesagt, es kommt jetzt nicht mehr vor, ich arbeite jetzt im Chrome-Browser dann. Nachdem mein Kommentar abgeschnitten war. Zu den Lichtfarben für die Unterbettbeleuchtung. Grün oder Rot wird bei Feuerwehr und so weiter verwendet, um den Innenraum nachts zu beleuchten. Die Augen müssen sich dann beim Aussteigen nicht umstellen. Zu dem FI Typ F, der liegt bei ca. 130 Euro in nahezu jedem Haushalt, finde ich heutzutage einphasige Frequenzumrichter, sodass sobald ein bürstenloser Motor verbaut ist, Waschmaschine, Geschirrspüler, Staubsauger, Thermomix und so weiter, diese Fehlerströme erkennt ein FI Typ A nicht. Da kannst du ihn auch gerade weglassen. Gruß Kali, Hashtag MSG. Dann ging es noch um die FIs. Das Thema hatten wir ja in den letzten KFAs nochmal ganz kurz nur angeschnitten. Und zwar die normalen FIs, die ich im Schrank verbaue, ist ein Typ AFI. Der misst ja Wechselspannungsfehler und auch, ich komme mal auf den Namen, heißt das gepulste Gleichdinger oder wie heißt das? Können wir gerade mal flott nochmal die verschiedenen FI-Typen mal gerade mal ein bisschen kurz durchgehen. FI-Typen. So. Und zwar der normale Standard-FI, den man ja so kauft, ist ja der A-Typ. Wo hängt es jetzt? Hallo? So. So. Typ A, genau. Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme erkennt er. So. So. Das ist der normale Standard-FI, der im Haushalt verwendbar ist. Dann der Typ AC, der ist nur für Wechselfehlerströme, ist in Deutschland nicht zugelassen. So, und dann kommt er zu dem Typ F. F wie Frequenzumrichter wahrscheinlich dann. Das, wie der Kali Kahn geschrieben hat, der kostet irgendwo 130 Euro um so ein FI. Der ist natürlich wesentlich besser, weil der schon Mischfrequenzen auch abdecken kann. Ne? Und das, der wäre eigentlich für Haushalte echt besser mittlerweile, weil immer mehr Anlagen mit Frequenzumrichtern laufen, gebe ich dir recht, auch zum Beispiel eine Heizung zum Beispiel, so eine Wärmepumpe habt ihr halt einen Frequenzumrichter drin, weil die moduliert ja. Ne? Und der Typ B, ne? Das ist ja der ganz teure FI, ne? der misst die Pulsieren und der kann auch glatte Gleichfehlerströme erkennen. Das ist der beste FI, den es gibt, aber der fängt so mit 400-500 Euro an. Der ist ein bisschen teuer geraten für einen normalen Haushalt. Der ist natürlich noch besser geeignet. Es gibt sogar den Typ B plus bis 20 kHz, sodass der fast schon an Brandschutzschalter ranragt. Ne? Das sind eigentlich so die gebräuchlichsten. Da gibt es dann noch EV für Elektrovehikel, also für Elektroautos. Ein FI ist ein spezieller. Ne? Das ist mal so grob zu den FI-Typen. FI-Fehlerstromschutzschalter, wenn ihr nicht weiß, wovon ich gerade rede. Ich rede von einem FI, den ja jeder mittlerweile im Neubau sowieso. Pling. So, und hier sieht man dann auch drauf auf dem Symbol. Zeige ich euch gerade mal. So, auf dem FI hier, da kann man hier sehen, hier ist so ein Symbol mit so einer oben eine Welle und unten ist zack, zack, ne? Was er so durch so gemalt ist. Das heißt, dass halt eben auch die pulsierenden Gleichströme mit erkennen kann. Das ist ein normaler Typ AFI, steht auch dahinter A. Ne? Das ist ein 63 Ampere mit 30 mA Auslöscharakteristik der FI. Ne?
Aber stimmt schon, Kali, dass du dass man besser im Haushalt mittlerweile echt Typ F einsetzt. Werde ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Dann schreibt H&G Events. Hallo Markus, damit dir die Hand nicht abfällt vom ganzen Stämmen vom Holz, vielleicht sollst du dir sowas mal zulegen. Das ist ein Multitool, ja, stimmt, gebe ich dir recht. Ne? Nur ich bin kein Makita-Freund, du hast ja Makita-Link geschickt, also ich bin eher ja durch der Bosch-Freund. Ne? Bisschen Metabo auch noch, aber eigentlich so ein Bosch-Freund. Aber ich weiß, da müssen wir mal andere Sachen. Ja, funktioniert tadellos für Holz, Metall, Kunststoff, ja. Dann Hashtag KFA. Ab wie viel Volt reagiert eigentlich ein digitaler Eingang? Danke für deine Videos. Ich schaue sie nach wie vor sehr gerne. Lieben Gruß aus Österreich. Ja, vielen Dank. Danke dir. Also, ab wie viel Volt reagiert ein digitaler Eingang? Und zwar von 0 bis 8,2 Volt. Quatsch, bis 7 Volt, glaube ich. Bis 7 Volt ist 0. Zwischen 7 und 8,2 Volt rum, da ist undefiniert. Es kann 0, kann auch 1 sein. Und ab 8,2 Volt bis 24 Volt ist logisch 1. Das ist beim normalen digitalen Eingang so diese Dinger. Und beim analogen Eingang ist ab 1 Volt logisch 1. Ne? Und alles, was halt eben 0,9 bis 0 runter, ist dann 0. Ne? So sind eigentlich die Eingänge. Ne? Das heißt, theoretisch beim 9 Volt Eingang müsste der Miniserver reagieren, möglichst ein bisschen mehr. Aber das funktioniert auch, ja. Also ein 12-Volt-Eingang zum Beispiel erkennt er. Wichtig natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich habe, ist zum Beispiel ein 24-Volt-Trafo und habe ein 12-Volt-Trafo. Wichtig ist, dass man auch den Ground untereinander verbindet auf der Sekundärseite, dass halt über das gleiche 0-Volt-Potenzial herrscht. Und dann kann ich natürlich auch einen 12-Volt-Eingang da drauf geben von irgendeinem Gerät und das würde er auch erkennen als logisch 1. Ne? Also Mini-Server-Extensions und so weiter. Dann schreibt NoArt, Hashtag KFA, Servus Markus, würde es etwas bringen, wenn man anstatt eines Verteilerschranks drei kleinere Einheiten für jedes Stockwerk, zum Beispiel KG, EG und OG einrichtet und installiert, oder ist der Materialaufwand dann höher? Hashtag MSG. Ja, NoArt, ich überlege gerade, ich weiß, was du meinst, ist klar, also heißt pro Etage ein Verteiler, weil ich bin ja der Freund von einem zentralen Verteiler. Warum mache ich gerne einen zentralen Verteiler? Ich habe am liebsten natürlich alle Kabel auf einem Punkt und kann da die Verschallung untereinander nehmen, als wenn ich sage, warte mal, der Sensor war jetzt oben, den muss ich jetzt oben drauf klemmen, dann kommt es aber immer entscheidend, ist auch, wenn ich mehrere Verteiler habe, was ich daran denken muss, ich muss ja den, wo wir gerade drüber sprachen schon, über den Ground, das Thema kam ja schon ein paar Mal vor, den muss ich natürlich auch überall durchverbinden, es sei denn, ich habe jetzt überall separate Miniserver drin sitzen, die nur über Netzwerk angekoppelt sind. Dann kann ich natürlich auch alles separat machen, da muss ich mir nur wirklich überlegen, warte mal, der Sensor ist jetzt an dem Miniserver, aber der soll bei dem Miniserver das schalten, von dem Programmablauf her. Ne? Ich mag es lieber alles zentral, wenn mir was kaputt geht, sehe ich auf einen Blick, ich habe alles, muss nicht von Etage zu Etage gehen. Man kann natürlich auch, wenn das Haus entsprechend groß ist, das heißt, wenn ich ein Haus habe mit 1000 Quadratmeter, wird wahrscheinlich auch gegebenenfalls, wenn der Technikraum am Ende ist, doch lieber zentral gehen wegen Leitungslängen. Groß und großes Haus halte ich noch nicht. Dann würde ich wahrscheinlich eher auch mehrere Verteiler setzen, aber dann wahrscheinlich jede Anlage hat einen separaten Miniserver, weil ein Miniserver kann bis zu 30 Extensions, also 30 Erweiterungen kann man hinten dranhängen. Da ist man natürlich bei so großen Projekten ist man da ganz schnell mal an der Grenze. Deshalb habe ich zum Beispiel auch das Haus, also das erste Projekt, was wir gemacht haben, haben wir zwei Miniserver. Dieses Projekt in Frankfurt, was wir ja saniert haben, da sind drei Miniserver drin, um halt eben die Menge der Erweiterungsbaugruppen überhaupt mit klar zu kommen. Klar, weil ich habe auch Unmengen mehr Rollläden, das heißt, ich brauche Unmengen Extensions nur für diese Sachen zu steuern, plus die ganzen Sachen, ich habe Unmengen Eingänge, wenn ich jetzt zum Beispiel Unmengen Fenster habe, Fensterkontakte und wenn ich noch viel steuern will, noch mehr. Und dann habe ich dann gegebenenfalls damals, zum Beispiel in Frankfurt war es zum Beispiel, da gab es so DMX-Extensions, gab es dann ganze Menge One-Wire-Extensions für Sachen auszulösen und so weiter. Daher, wenn ich mehrere Miniserver habe, würde ich es machen. Sonst würde ich immer empfehlen, zentral zu ziehen. Wenn man neu baut, ist das eigentlich kein Thema. Es gibt einen Steigeschacht und ich spare mir natürlich über die Schränke ein. Klar, unten wird minimal nur größer, ne, der Schrank. Aber ich spare jeden separaten Schrank, ich brauche keine dicke Zuleitung überall hochzuziehen, wo ich schon mal eine extra Absicherung für brauche und. Ich spare mir die Ground-Geschichte durch die ganzen Verteiler durch. Ne? Ich habe halt eben unten, habe ich zum Beispiel, wenn ich unten zentral habe, ich habe zum Beispiel einen, wenn ich einen Miniserver habe, ein Netzteil dafür, sonst bräuchte ich für jeden Miniserver nochmal ein Netzteil und. Also ich würde sagen, Zentralanlage, klar, man hat mehr Kabel, aber ich denke mal, das Thema Kabel wiegt sich eigentlich auf in Relation zu den Mehrkosten. Was kostet ein Verteiler, ein vernünftiger? Großer, weil hier so ein Verteiler reicht ja selten für eine Etage, so ein kleiner hier.
weil ich oft sehr viele Kabel hier reinkomme. Ich bin ja, habe den halben Schrank ja schon voll klemmen dann. Hier natürlich, je nachdem, was ich reinziehe, das ist klar. Wenn ich sehr viel nur mit Drehspots mache, wo ich sehr mit einem Kabel 5 Räume versorge, dann habe ich entsprechend weniger, da habe ich eben mehr Netzteile als sonst was. Aber ich bin nach wie vor ein Freund von Zentral, muss ich persönlich sagen. Mach's sehr gerne. Am Materialaufwand, wenn die Kabel alle rechnet, könnte ich in der Waage halten, aber ich würde fast sagen, dass mehrere Verteiler könnte etwas teurer sein, aber vielleicht hält ich auch so die Waage. Vielleicht gibt es Erfahrungen von euch, die ihr schon mal gemacht habt, könnt ihr unten drunter schreiben, ob es da großartige Unterschiede gibt. Ne? In der Kalkulation rechne ich eher mit dem zentralen Verteiler. Und naja. Dann schreibt der Markus Renz. Da steht zwar kein Hashtag KFA davor, aber ich habe es einfach mit dazu gepackt jetzt. Ne? Und zwar bezog ich das Video von letzter Woche auch wieder auf die KFAs 44. Ne? Seht ihr hier oben in der Ecke daneben, da ist dann das Symbol, zu welchem Video das gehört. Ne? Zu KFA 43, sorry, hier ist ja KFA 44. Blabber ich mich schon durcheinander hier. Und zwar schreibt der Markus Renz. Hi Markus, vorab bin ich ein großer Fan von Smart Home. Zwar eher in Richtung KNX, aber auch von deinem Kanal. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, selber neu zu bauen, würde ich ebenfalls auf Smart Home setzen. Jedoch kann ich deine Ansicht, dass die Leute viel zu viel für anderen Scheiß, anstatt für Smart Home ihr Geld ausgeben, nur bedingt teilen. Ich bin auch der Meinung, dass eigentlich jeder Neubau wenigstens die Basics für Beschattung, Beleuchtung und Schalten besitzen sollte. Alles Weitere ist dann meiner Meinung nach jedem selbst überlassen, auf was er dann Wert legt und auf was weniger. Klar, sind 40.000 für eine Küche nicht wenig Geld, aber wenn aber die Familie gerne kocht und die sogar als Hobby betreibt, finde ich es nicht verwerflich, neben einem normalen Backofen auch noch einen Dampfgarer zu haben. Klar hast du deine Aussage am Schluss relativiert und gesagt, das ist deine persönliche Meinung, jedoch wäre es vielleicht sinnvoller, nur eine Idee. Sich diesbezüglich ein wenig neutraler zu verhalten bzw. zu reagieren. Jeder hat halt andere Prioritäten, was ihm seinem Haus wichtig ist. Das Beispiel mit der Kloschüssel fand ich sehr treffend und stimme dir da auch vollkommen zu. Da macht ein großer Preisunterschied macht wirklich keinen Sinn. Ich denke, man muss sich überlegen, was ein Smart Home ausmacht und was die Vorteile sein können. Automatische Rollensteuerung, also Rollladensteuerung, automatische Beleuchtung, Heizungssteuerung, automatische Gartenbewässerung und so weiter. Meiner Meinung nach sollte ein Smart Home das Leben der darin lebenden Personen erleichtern, sprich Aufgaben abnehmen, automatisieren, aber auch die wirtschaftliche bzw. ökologische Seite positiv beeinflussen. Zum Beispiel Heizungsausschalten, wenn Fenster offen, prüfen, ob alle Lichter sind, bevor man das Haus verlässt und so weiter. Ob jetzt aber ein Haufen LED-Spots oder Stripes einsetze, hat für mich persönlich nicht zwingend was mit Smart Home zu tun, denn diese Beleuchtungsart kann man auch mit herkömmlicher Verkabelung einsetzen. Letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er auf ein Smart Home setzt oder nicht und wenn ja, worauf er dann seine Prioritäten legt. Ich hoffe, ich konnte meine Anmerkung so konstruktiv wie möglich rüberbringen. Lieben Gruß und schönen Feiertag, Markus. Ja, Markus, das stimmt. Ich habe halt eben letztes Mal in den KFAs ich habe da meine persönliche Meinung stark kundgetan, das stimmt, ja. Auch in puncto Thermomix, wo viele von euch darüber gelacht haben. Habe ich schon in den Kommentaren gesehen. Ne? Ich sag mal, der Kanal, den ich hier mache, ist natürlich auch stark von meiner Meinung geprägt, ist ja logisch. Zum Beispiel, wenn ich baue meine Schränke in so einem Rittal-Schaltschrank, gibt es wieder welche, die sagen, nein, da müssen Abdeckungen davor, das muss komplett gekapselt sein. Von der technischen Seite her denken manche so, die anderen sagen, Schrank, Tür zu, ich brauche kein Glas, interessiert mich nicht, Hauptsache muss funktionieren. Die Meinung gab es auch schon in den Kommentaren, die auch mir gegenüber geäußert wurde. Habe ich auch bei Kunden schon gemerkt. Es gab schon Leute, wo ich war, die gesagt haben, mich interessiert die Scheißtechnik nicht, Tür davor, kommt irgendwo in den Schrank, es muss nur funktionieren. Es kam im Allgemeinen nicht zum Auftrag, weil wir haben nicht zusammengefunden, weil ich bin ja jemand, der gerne die Technik zeigt. Und das seht ihr ja in den ganzen Videos, die Schränke bekommen alle Glastüren und bisher eigentlich die Kunden, die das hatten, waren auch damit glücklich. Ne? Da ist der Kanal schon meiner Meinung geprägt. Deshalb habe ich letztes Mal ja gesagt, wo du auch eben schreibst, wenn jemand gerne kocht, sehe ich das ja vollkommen ein, dass man einen Dampfgarer, einen Backofen oder was ich, jeden Scheißdreck hat, Scheißdreck, falsch Ausdruck, aber jeden Kram hat,
weil man da gern mit arbeitet. Millionen verschiedene Küchenmaschinen, Ausstattung ist ja genauso, wenn jemand, zum Beispiel, ich habe unwahrscheinlich gerne Werkzeug, zum Beispiel. Nur sag ich mal, jemand, der irgendwo auf einem Büro sitzt und mit Werkzeug gar nichts anfangen kann, dem kann ich noch so den geilsten Bohrhammer zeigen, der wird damit nichts anfangen können. Das ist wirklich eine persönliche Einstellung, das stimmt. Ich habe nur damit gemeint, dass oft Sachen, wenn neu gebaut wird, wird eine teure Küche aufgekauft, eine sehr teure Badausstattung, die man oft nicht braucht. Oft, sage ich. Nicht immer. Ne? Und da wird oft Geld ausgegeben. In meinem Smartphone wird dann gesagt, Elektrik sieht man nicht. Der Mann will das nur haben. Das brauchen wir alles nicht. Ne? Dann lieber ein Kloschüssel für 1000 Euro dahingehängt. Ne? Das habe ich nur damit gemeint. Eigentlich, meine Meinung ist wirklich, auch mit dem Thema Stripes und Spots und so Sachen, ja, kann man mit einer herkömmlichen Installation machen. Ich kann nur beim Smart Home, habe ich viel mehr Möglichkeiten, verschiedene Stimmungen einzumischen, wie mit den Drehspots oder sowas, oder mit, wenn ich indirekte Beleuchtungen zu bauen, so Sachen, die ich in die Stimmung integriere, mit verschiedenen Helligkeiten, Farben. Das ist mit einer herkömmlichen Installation nicht so ohne weiteres machbar, außer ich habe jetzt da 5 Fernbedienungen liegen und muss dann da noch ein bisschen oranger, da noch ein bisschen grüner. Dann ist klar, geht damit auch. Also ist klar, aber für mich gehören natürlich auch so Spots und so Beleuchtung zum Smart Home mit ein bisschen dazu. Ne? Ist so meine persönliche Geschichte. Ne? Aber sonst, wie du schreibst hier, die Rollansteuerung, die Beleuchtung, die Heizungssteuerung, also die Automatikfunktion dahinter, Gartenbewässerung und sowas, das ist natürlich auch bei manchen Leuten, manche Leute gibt es, die sagen, Rasenroboter, schon ein Scheißdreck, zu faul zum Mähen oder sowas. Ne? Ich muss sagen, ich war letzte Woche bei Leuten gewesen, da hatte der Nachbar und die hatten auch, da fuhren überall die ganzen Rasenroboter da rum. Und ich muss sagen, war ein wirklich schöner gepflegter Rasen. Und wenn man natürlich zeitlich sehr eingebunden ist, sag mal, wenn ich jetzt irgendwo ein Haus hätte mit Garten oder sowas, also ich würde wahrscheinlich auch mir einen Rasenroboter wahrscheinlich zulegen, weil ich sehr, sehr wenig Zeit habe zu sagen, weißt du was, ich kann jetzt meinen Rasen noch mähen. Ist ein schönes Gerät, muss ich sagen. Also zum Beispiel, da sagen wir, ist immer eine Geschmackssache, wie mit allen Sachen. Manchen gefällt meine schwarze Hose nicht. Ich zieh lieber eine rote Hose an, eine grüne oder eine braune Hose an. Ja, ist alles Geschmackssache. Jedem seine persönliche Meinung. Und deshalb sage ich eben nur, ich wollte damit letztes Mal nur sagen, oder auch dieses Mal sagen, dass man lieber sich auch mal Gedanken macht, brauche ich in einem Haus wirklich so eine Technik? Wie zum Beispiel, ich bin ein Ein-Personen-Haushalt, brauche ich eine Warmhalteschublade? Oder so Sachen. Oder brauche ich wirklich eine Badewanne für 10.000 Euro oder reicht mir auch eine für 300? Wenn ich eben gerne lieber sage, ich möchte gerne ein bisschen was für Smart Home ausgeben, um da auch ein schönes Leben mit zu genießen, weil mit der Technik im Haus, ich kann es nur jedem sagen, der noch vor der Entscheidung steht, ja, nein. Die Leute, wo wir es gemacht haben, sind im Nachhinein da richtig glücklich mit diesem Smart Home, mit den ganzen Lichtstimmungen, mit den Sachen und sowas, wo Frauen, die am Anfang skeptisch waren, die führen mittlerweile die Leute durchs Haus und zeigen die Sachen. Frauen sind eben am Anfang oft die Skeptiker und nachher sind sie glücklich über die ganze Technik. Wenn sie nur aus dem Auto aussteigen, mit den Einkaufstüten überall durchgehen und mit den Tragetaschen durchs Haus, das Licht geht schon an, ist schon mal ein Pluspunkt. Oder die Sonne scheint stark und die Rollos schalten automatisch. Da hat man meistens schon gewonnen. Funktioniert einwandfrei. Und das wollte ich eigentlich, war eigentlich meine Meinung dazu. Vielleicht habe ich die etwas weit ausgedehnt letztes Mal, das stimmt. Ganz trocken Mund vom Reden. Ne? Dann geht es hier um das Video in Bayern. Gab's ja Bayern, Entschuldigung, in Wetzlar. Was ja letzte Woche gab es ja Videos dazu. Zur neuen Baustelle. Und da schreibt der MK zu, oder MK. Moin Markus. Super Arbeit. Sehr cool, dir über die Schulter schauen zu dürfen. Hashtag KFA, musst du die gebohrten Löcher im Boden nicht mit Bitumen verschließen. Hashtag MSG. Da ging es darum, ihr könnt euch erinnern, in dem Video in Bayern und in Pirna, da habe ich immer, wenn ich das Lochband über das Kabel gemacht habe, ja immer voll Bitumen reingespritzt, bevor ich dann jede Schraube reingedreht habe. Hier in Wetzlar haben wir den Fall, die Bodenplatte ist komplett umdämmt. Ne? Und das heißt, unten drunter ist Dämmung, seitlich Dämmung, ist komplett, wie liegt in der Wanne ja komplett drin. Da sehe ich nicht so das Problem, dass da durch die Bodenplatte von unten kann ja keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr durchkommen. Unten ist ja eine richtig dicke Dämmung, ich glaube 12 cm oder was unten drunter, wo das Haus draufsteht. Da mache ich mir eigentlich keinen Kopf, dass da irgendwo Feuchtigkeit durchkommen kann. Sonst würde bei einer normalen Bodenplatte wie in Penna oder in Bayern, die ganz normal unten auf der Erde steht, da kann durch die Feuchtigkeit aus dem Erdreich
könnte hochsteigen, obwohl ich da auch skeptisch bin mit dem Thema, weil so ein Haus steht ja immer auf Schotter. Extrem dick oft. Ne? Oft, nicht immer. Wo die Bodenplatte drauf gegossen wird, gibt mir schon den Fall, ich habe nur Streifenfundament und die Bodenplatte liegt im Matsch. Klar, dann kann ich die Feuchtigkeit ansaugen. Aber wenn unten ein riesen Schotterbett ist, was mir jetzt dann 60, 80 dick ist, wie will da Feuchtigkeit durch die Kiesschicht durchkommen? Das ist ja oft dann Filtersplitten und sowas alles. Da sehe ich auch kein großes Problem drin. Nur hier habe ich, eben die Löcher eben nicht abgedichtet, weil die Bodenplatte ist komplett umdämmt, wo eigentlich keine Feuchtigkeit irgendwo reinkommen kann. Aber sonst müssen wir das abdichten. Habt ihr auf anderen Videos ja gesehen, wo ich das gemacht habe. Dann gibt es nochmal das Video da in Wetzlar. Und zwar schreibt er Tom W. Welche Leerrohrgrößen werden hier verwendet? Standardmäßig 20 oder 25 oder nur 16? Ging um dieses FPY-Rohr. Hab ich gerade irgendwo noch einen Ring hier liegen? Hab ich doch. So, und zwar, das meist verbrauchte Rohr, was ich einsetze, ist das 20er. Also FBY, das heißt, richtig heißt das Rohr FBY-EL-F. Ne? Eigentlich alles im 20er. 25er habe ich nur da eingesetzt bisher beim Herd. Und sonst alles im 20er Rohr drin. Und das eine dicke Rohr, was es noch gab, das 50er, das war ein FFKUS-Rohr. Das ist ja ein druckstabiles Rohr, was man in Beton reinlegen kann. Da kann man so viel drauflatschen, wie man will, das ist extrem stabil. Das war ja für später dann die Ladestation durchzuziehen. Also standardmäßig eigentlich immer 20 und dann halt eben bei dickeren Kabeln 25. 16 eigentlich gar nicht, ist eigentlich zu dünn, um irgendwas durchzuziehen. Vielleicht 3x5 würde man durchkriegen, aber ich mache alles mit 20er. Ist auch, wenn man eine Lochbahn drüber macht, immer blöd, wenn verschiedene Höhen an Kabeln sind, weil dann die anderen Kabel dann herumhüpfen können. Deshalb mache ich am liebsten immer da 20. Also alles gleich so. Dann schreibt Flow. Geht es um ein Video in Bayern? Um die Treppe ging es da anscheinend, ja. Also, ich habe jetzt nicht alle 70 Videos gesehen. Ich finde das System auch interessant, aber mich würde mal interessieren, wie viel die Installation und Materialkosten allein sind bei so einem Umfang. Das kann sich doch auch wieder kein Normalsterblicher leisten und nimmt kein X-Dimensionen an. Aber wenn man schon diesen Touch-Taster als WC-Taste verbauen kann, welcher um die 200 Euro kostet, zeigt dann auch ganz schön, dass wieder mal nur für Leute ist, bei denen Geld keine Rolle spielt. Ist echt schade, dachte bisher, dass Loxon das günstigere, schnellere Alternative zu KNX sein soll, aber das scheint sich ja geändert zu haben. Sieht trotzdem richtig Porno aus mit der Treppe, Daumen hoch dafür. Ja, Flo. Also, schon mal danke für den Daumen, ja. Ich habe extra hier oben den Daumen hier hingehängt, aber der war wahrscheinlich noch keinem eingefallen, dass da auch so ein Daumen hängt, ne? Zur Erinnerung. Ne? Es kommt immer darauf an, was man reinbauen will. Es gibt Leute, denen ein Smart Home mehr wert ist, das Thema hatten wir heute Abend schon ein paar Mal, wie auch letzten Sonntagabend. Was ist einem das wert? Wie viel Geld will man dafür ausgeben? Tut man da lieber bei anderen Sachen Abstriche machen? Zum Beispiel in Bayern war es so, die Außenanlage kommt erst später dran, man steckt das Geld jetzt erstmal lieber in das Smart Home, in das Smart Home rein. Ne? Weil eine Außenanlage, wissen viele, die schon mal eine gemacht haben, eine Außenanlage kann ganz schnell mal ab 50.000 Euro aufwärts gehen. Und mehr und mehr und mehr, je nachdem, was man haben will. Ne? Wenn man noch mit ein paar Mäuerchen und ein bisschen da noch und jenes noch und sowas und Baggerstunde kostet entsprechend. Außenanlagen kann richtig, können sehr, sehr teuer werden. Und dann lieber das Geld erstmal Außenanlage kommt später, dafür Smart Home. Es kommt immer darauf an, ob das ist, ob du jetzt kein X machst, ob du Loxon machst oder Homematic oder sonst was. Was tue ich irgendwo reinmachen? Ne? Ich sag mal, wie zum Beispiel. Da war es den Kunden wert, den Touch Surface als WC-Spülung zu bauen. So wie es jedem, die eine ist die Küche viel wert, dem anderen das Bad, der andere sagt, ich möchte gerne einen Porsche fahren, der andere sagt, mir reicht auch ein alter Golf 4 oder was weiß ich was. Egal was, den Leuten war es eben was wert, so viel Geld da reinzustecken in das Haus. Die Summe weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht, das waren viele tausend Euro. Was da reingesteckt wurde, weil da sehr, sehr viel Beleuchtung drin ist und viel, viel Technik, was da alles mit drin ist. Also
Habt ihr gesehen, gibt eine ganze Menge Videos schon von, das geht ja noch weiter, das Projekt. Es kommt immer darauf an, was den Leuten das alles wert ist. So wie wenn du sagst zum Beispiel, ja, mir so, ich habe lieber, sag ich mal, oder andersrum. Dem einen ist es vielleicht wert, ich möchte gerne eine Stereoanlage haben, auch wenn man nicht viel Geld hat. Vielen ist dann wert, mir mehr spart für eine teure Stereoanlage, was ich Harman Kardon, keine Ahnung, oder von Bose oder von Teufel oder sonst irgendwas, eine Anlage da stehen zu haben. Und dem anderen, der sagt, was will ich mit einer Stereoanlage, da tue ich lieber, was ich die 5000 Euro gebe ich lieber aus für irgendwie zum Beispiel, da kann ich ja, was ich 50 Klos mit ausstatten, ne, so schlimm nicht, aber es kommt immer darauf an, was einem was wert ist. Das habe ich immer, weil manche sagen, boah, so viel Geld für die Elektrik auszugeben, ne? Sag ich, ja, wie viel Geld hast du für dein Auto ausgegeben? Wie viel hast du für deine Hausanlage ausgegeben? Wie viel, was hast du in Urlaub reingesteckt? Es gibt ja Leute, die fahren für viele 1000 Euro, fliegen in Urlaub, ja, eine Woche guckt weg, ne? Geld, ne? Geld fällt flöten. Und sowas hat man ja lange, sehr lange. Ne? Deshalb, ich kann beim KNX kann ich preiswert bauen, ich kann bei Loxom preiswert bauen, ich kann bei Homatic preiswert bauen, ich kann bei allen, das mal die drei Systeme genannt, bei allen drei kann ich auch 100.000 Euro in die E-Technik stecken. Kommt nur darauf an, was ich damit mache und mehr. Ne? Deshalb, immer so Geschmackssache, ich kann bei Loxon ganz günstig was bauen, ich kann bei KNX was günstig bauen, ich kann bei beiden kann ich nach oben ausufern. Deshalb immer Geschmackssache, hier hat man mein Haus gehabt in Bayern, wo sehr viel drin ist. Das aktuelle Projekt in Wetzlar, wo ich es angefangen habe, da ist zum Beispiel sehr wenig drin. Und ja, das ist immer total unterschiedlich. Deshalb, aber vielen Dank für den Daumen hoch bei der Treppe. Und ich bin ja froh, dass ich auch schon mal so Projekte habe, wie das zum Beispiel das Projekt in Bayern oder auch in Pirna sind viele Sachen drin, dass ich euch auch ein bisschen was zeigen kann. Stellt euch vor, ich würde nur die simpelsten, einfachsten Installationen machen, wo nur Licht an, aus, ohne Steuerung, ohne bisschen Farblicht und sowas. Dann hättet ihr keinen Spaß an den Videos. Ne? Wenn ich jeden Tag nur dieselbe, wenn ihr jeden Tag Videos sehen würdet, wo ich nur eine Steckdose festmache, dann wäre es irgendwann langweilig, glaube ich. Da bin ich ja froh, dass ich auch Kunden dabei habe, die so viele verschiedene Sachen machen wollen. Dann geht es auch noch ein Video wieder in Wetzlar hier. Da schreibt der Fred Fussbräusch. Bräusch, ja. Ballerst du echt durch die Isolierung der Außenwände? Da ist doch bestimmt eine Dämmebene zwischen den USB-Platten, oder? Also, da habe ich ja die Löcher mal so schräg oben durchgebohrt für die Rapstores und so Sachen. Ich habe nirgends durch die Dämmebene gebohrt, ich habe nur durch die Balken bisher gebohrt. Ne? Und zwar die Dämmebene, das ist bei dem Haus, ist es so, ich habe außen Holzfaserplatten, dann habe ich, muss ich überlegen, dann kommt so ein Gestell mit so einer Ausfachung, da drin ist dann Dämmwolle, dann kommt USB, das ist die Seite, die ihr seht, ist das. Und dann auf diese nächste Seite kommt nochmal eine Ladung drauf und da kommt nochmal Wolle rein, da liegen meine Kabel dann drin. Und davor kommt dann nochmal USB und Riebs. Also es gibt eine ganze Menge Ebenen. Und die Dämmebene, ich habe nicht durch die Dämmebene durchgebohrt, sondern ich bin halt eben immer so schräg in den Balken oben rein. Manchmal sah es so aus, als hätte ich irgendwo reingebohrt, aber es sind echte massive Holzbalken, wo ich im Prinzip nur schräg reingehe. Und wenn ich dann eben aus dieser USB rausgekommen bin, zum Beispiel, habt ihr gesehen, bei der Haustür zum Beispiel, da komme ich dann einen Zentimeter neben raus, das heißt, ich komme aus dem Balken, durch den Balken, dahinter aus der USB raus, das heißt, ich komme gar nicht in die vordere Ebene rein, also ich meine nirgendwo in der Dämmebene drin, wo ich in die Dämmebene reingehe, ist mit der Sprechanlage, wenn ich die außen ausschneide, da bin ich natürlich in der Dämmebene drin, klar, ist natürlich logisch, aber da braucht ihr euch keinen Kopf zu machen, da habe ich schon so oft gemacht, plus nachher werde ich diese ganzen Kabel, wenn die Male außen soweit sind, um dieses Kabel rum eine Dichtmasse spritzen außen, ist so eine, und zwar dieser Folienkleber, wo normal diese unterspannbaren, wie heißt sie hier, diese Dampfsperre, wo die mit festgeklebt wird, der Kleber bleibt ewig flexibel, ewig so matschig. Da werden die ganzen Kabel noch mit eingedischt, dass auf jeden Fall auch keine Luft rein kann von außen. Das kommt noch, wenn die Maler soweit fertig sind, weil wenn ich jetzt das Zeug hinmache und die Schleifen da, dann haben die das Gummizeug da im Schleifding drin hängen, das wäre scheiße, dann mache ich das später. Das kommt auch noch, das kann ich auch ein Video da mal von machen. Dann schreibt der Christian Tausch, Hashtag KFA, hallo Margus, habe ich es richtig in Erinnerung, dass du der Wetterstation immer einen eigenen Trias spendierst? Hashtag MSG, Gruß Christian. Christian, in Bayern habe ich das so gemacht, mit der habe ich einen separaten Ast für die Wetterstation genommen, weil
Ich ging von außen, zwar ein Kunde rief mich mal an, ich habe eine Störung mit meiner Wetterstation. Aber es kommen keine Wetterdaten mehr und die ganze Menge im Haus ging nicht. Also auf dem Dach kam nichts mehr, plus die ganze Menge Melder ging nicht, ein kompletter Triast war gestört. Ne? So, parallel dazu habe ich in Bayern das Projekt angefangen, habe das auch so gebaut, mit separatem Ast, auf separatem Kabel, nur auf einen Triast, also auf einen Ast hier. Ein Ast heißt, für die, die es nicht wissen, so eine Tri-Extension, Tri wie Baum, ne? Hat zwei dicke Äste, ne? Wovon dann mehrere abzweigen wieder können. Und da habe ich einen separaten dann in Bayern auf die Wetterstation gehängt. So, ein paar Wochen später war ich bei dem Kunden, den Fehler suchen, der das Problem hatte, wo alles ausgefallen war. Da haben wir die Wetterstation, damals hat man die abgeklemmt, Wetterstation, und danach ging der Bus wieder. Ich ging von außen, es ist die Wetterstation. Was ich aber nicht mehr wusste, zur Installationszeit ist mal ein Melder nachgerüstet worden, der an demselben Bus dran hing, und dieser Melder hatte eine Störung. Und ich war oben am Dach und die Wetterstation abgebaut und klemmt die unten an, die funktioniert. Ne? Und dann dachte ich, was für eine Scheiße. Ne? Und den ganzen Aufwand getrieben, weil der Kunde hat oben noch ein Dachfenster eingebaut, dass er oben überhaupt mal aufs Dach kam an die Wetterstation, weil sonst war ein riesen Aufwand, mehr lange Leiter und sowas, alles ein sehr hohes Haus. Nicht hoch, sondern zwei Etagen, ein ganz steiles Dach. Und was kam da raus? Es war der Melder, der eine Störung hatte. Von daher habe ich schon wieder einen Penner, ist die Wetterstation nicht am separaten Ast, sondern die hängt mit auf ein paar anderen Geräten noch zusammen. Aber empfehlenswert ist natürlich schon, wenn mal irgendwo eine Störung da ist, wird nicht irgendein Ast lahmgelegt oder sowas. Von daher, wenn zum Beispiel draußen jemand mit Wasser reinlaufen bei starkem Sturm, die würde abreißen, kurzschluss, ist nicht der ganze Bus gestört, sondern nur eben, wenn ein Ast nur ist, wenn nur der Ast gestört wäre, wurscht, wenn er nur die Wetterstation dranhängen würde. Von daher, sinnvoll ist es auf jeden Fall. Dann schreibt da Donner, Hashtag KFA, hallo Markus, ich habe ein Problem mit meinem Helligkeitssensor. Er gibt mir von Anfang an falsche Werte aus und ich habe schon kontrolliert, ob die DIP-Schalter richtig eingestellt und der Mini-Server richtig konfiguriert ist. Vielleicht hast du Erfahrung mit diesem Problem, Hashtag MSG, und mach weiter so mit deinen Videos. Mit freundlichen Grüßen aus Österreich. Da Donner. Gibt gleich Gewitter. Ne? So sieht es auch draußen gerade aus. Ne? Ich habe schon die Mütze heute auf, weil heute ist bitterkalt. Also gestern wurde schon bitterkalt, gestern hat bei uns den ganzen Tag geschneit. Heute Morgen war es soweit wieder weg und heute Morgen hast du wieder einen Schwung Schnee, der ist jetzt auch gerade wieder weg, aber jetzt regnet es gerade wieder. Der Winter am Westerwald hält sich gerade. Das habe ich schon vorher, dass ich lange Unterhose noch anhabe. Ne? Das heißt, im Westerwald kann man wirklich sagen, ja, lange Unterhose so Ende Mai ausziehen und im August kann man sie wieder anziehen. Bei uns ist es eben immer kalt hier oben. Naja, so, also Helligkeitssensor. Und zwar, es gibt einen Helligkeitssensor mit so kleinen Dipschaltern, ich habe gerade 0 bis 10 Volt, gibt er auf den Miniserver drauf. Ich habe so ein Problem mal gehabt, da war Wasser reingelaufen, danach hat er nicht mehr richtig funktioniert. Also guck die Dipschalter nochmal nach, welche Lux-Zahl du dann hast. Und dann natürlich entscheidend im Miniserver, ne? Was kommt da für Werte an? Und zwar, du kannst ja seitlich beim analogen Eingang in den Einstellungen, das können wir gerade mal machen, kann ich das mal besser zeigen. Lass mal hier meine Millionen Fenster hier dazu machen. So. Dann gehen wir gerade mal in die Config rein. Dann gucken wir uns mal den analogen Eingang gerade mal an. So, öffnen. So. Bildschirmaufzeichnung. So, und zwar, wenn ich hier auf einen analogen Eingang gehe, nehme jetzt mir so einen Eingang, da gibt es hier neben, das muss ich, der darf man auf keinen Fall abhaken bei so einem Wert, wenn ein analoger Wert kommt, und zwar Eingangswert 0, das ist immer der Wert, der von der Wetterstation kommt, in dem Fall vom Helligkeitssensor, ne? Das heißt 0 und 10. Andere Werte können ja da nicht kommen. Ne? Also hier ist Eingangswert 1 ist 0, Eingangswert 2 ist 10. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Wert, der vom Dach kommt, wenn in der Anleitung steht, bei der DIP-Schalterstellung habe ich zum Beispiel von, dann misst das Gerät von 5 bis 10.000 Lux. Das würde bedeuten, ich müsste einstellen, wenn 0
müsste dann hier eine 5 reinschreiben. Das heißt, bei Wert 0 haben wir, also wenn 0 Volt kommen, haben wir 5 Lux. Ne? Und wenn wir 10 Volt kommen, haben wir zum Beispiel von mir aus 20.000 Lux. Ne? Was eben da drin steht in der Anleitung. Obla, das habe ich schon zugemacht. So. Und dann würde dann, wenn ich den Eingang hier reinziehe, würden dann die Werte, wir können es ja gerade mal machen, so verbinden, müssten jetzt im Prinzip ja 5 angezeigt werden, weil es kommt ja 0 Volt gerade an. So, Live-View starten, halt, müssen wir erstmal speichern. So, hier sieht man zum Beispiel, hier sieht man jetzt hier 0,0 Volt entspricht 5. Ne? Das heißt, momentan kommt keine Spannung an, es kommt aber der Wert 5 kommt raus als Lux-Wert dann. Ne? Und dann kann ich natürlich auch sagen, man könnte es auch dem jetzt einen Namen geben, zum Beispiel Anzeige ist hier V.1 Lux. Ne? V.1 ist eine Stelle nach dem Komma, ne? V ist dann quasi der Wert. Ne? Und jetzt sieht man hier, steht es hier 5,00 Lux. Ne? So, und wenn man dazwischen jetzt noch ein Leerzeichen haben will, machen wir das dann hier unten auch rein. So, Leerzeichen in Miniserver speichern. Und was haben wir hier? Dann würden 5,0 Lux jetzt rauskommen, weil es kommen 0 Volt an. Guck da mal nach und guck danach, ob der Ground mit den anderen Grounds vom Miniserver auch parallel hängt. Das heißt, wenn nämlich der Ground von der Wetterstation, von dem Helligkeitssensor nur von einem Netzteil kommt und hat keine Verbindung zum anderen Ground, kommen falsche Messwerte. Ne? Da auch mal nachgucken. Das wäre es, was mir jetzt so bei dem Problem einfallen würde. Ne? Ups, ich kann die Aufzeichnung mal wieder stoppen. So, dann schreibt NoArt, Hashtag KFA, Servus Markus. Ich habe eine mögliche Sensorlösung für deine Treppenbeleuchtung. Und zwar ein YouTube-Video ist da als Link drin. Und zwar, da geht es um den Sensor von EPV. Das ist auch ein Bewegungsmelder. So, das Problem bei der Treppenbeleuchtung ist folgendes. Der exakte Einstellung von einem Erfassungsbereich. Weil das Problem ist, ein normaler Melder, auch wenn ich ihn abklebe, der strahlt extrem weit nach vorne. Und da habe ich das Problem oft, wenn jemand kein Treppengeländer hat, was geschlossen ist. Man hat jetzt zum Beispiel niemand jetzt ein Glas, aber hat nur Stäbe. Da guckt er durch die Stäbe durch und guckt egal wohin. Wenn er weiter vorne auf einer vorbeigeht, wird er miterkannt. Das ist ein Problem. Und der EPV-Melder, den kann ich auch nicht so extrem fein einstellen. Der EPV-Melder wäre, glaube ich, wär eher ein interessanter Einbaudeckenmelder. Ist eben nicht auf Dreh, sondern da brauche ich natürlich einen analogen Eingang für die Helligkeitswert und einen digitalen für den Schaltwert, wie es früher so üblich auch war, als Luxo noch keine Drehmelder hatte. Von daher sind die Melder sehr interessant, weil die sind sehr klein und kompakt. Will ich mir auch mal angucken, hatte ich ja glaube ich schon mal in irgendeinem Video gesagt, dass ich mir auch mal sowas besorge und dann mal gucke, ob wir da irgendwas machen könnten. Ach, das waren schon alle Fragen, sehe ich gerade hier, die heute gekommen waren, bis heute da waren. An KFA-Fragen, FDR sind ja morgen dran. Da würde ich sagen, schreibt munter weiter, Fragen da drunter. Munter weiter, Fragen drunter. Und wir sehen uns dann wieder morgen im News-Video und wenn ihr gleich noch andere Videos guckt und so weiter. Macht's schwer gut, bis morgen, ciao.